Yo Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spider-Man Remastered PS5 Hammerhead DLC Part 3 und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video, Leute. Würde ich sagen, Leute, wir gehen jetzt hier rein zu den Dons und dann würde ich sagen, Leute, gerne liken. Ich würde mich selber Support von natürlich auch gerne kommentieren. Ich lese gerne eure Kommentare natürlich und dann, ja, reinspringen, Leute. Yeah! Mit diesem Anzug hier, der Anzug heißt, glaube ich, Angst vor mir selbst, ne, die Angst-Selbst-Anzug, ist jetzt vom Design her gar nicht so schlecht. Ich mag diese Klauen auch, muss ich sagen, das hat irgendwas, aber die Hose ist ein bisschen wie so eine Sport-Leggings, aber wir kriechen einmal durch, aber es leuchtet schön. Und bereit für ein neues Versteck. Ich mag die Farben, die sind echt geil, die blauen Farben. So schön LED-mäßig, ne? Genau, genau. Leute, reden wir über Sicherheitsvorkehrungen. Ist geil. Oh, shit! Okay. Das liegt an den Grabpanzerdingern. Eindeutig. Mist. Das lief gar nicht gut. Ah, das war schon hier. Er ist entkommen. Mit den Dons. Was? Ist das dein Ernst? Die geklaute Sable-Technologie. Sie hatte mehr in petto, als ich dachte. Du hast gesagt, du erledigst das. Du hast gesagt, du kriegst das hin. Hab ich, ja. Und ich hab's versaut. Tut mir leid. Es reicht jetzt. Keine Auszeit mehr. Ich mach das jetzt. Ich melde mich, wenn's einen Plan gibt. Mist. Ganz toll, Pete. Ganz toll. Na, ist ja nicht schlimm. Also, es kann ja auch mal ein Fehler unterlaufen. Du kannst ja nicht alles retten hier. Ist ja das Ding. Also, sei nicht so böse zu dir selbst. Ich bin... Oh, nein. Ich hab wirklich keine Zeit für sowas, Screwball. Für Zahlen-Content ist immer Zeit. Besonders, wenn der Star New Yorks beliebteste Spinne ist. Bei Herausforderungen auf Leben und Tod. Komm schon. Du weißt, dass du dabei sein willst. Lass mein Publikum nicht warten. Na, dann müsstest du es so machen, Leute, gegen Screwball. Ich glaube, man kann sie erst bei der Silver Linings Mission erledigen. Deswegen können wir jetzt die Mission auch mal ein bisschen machen. Aber ich würde jetzt in diesem DLC nicht alle Missionen machen. Weil ich dachte, im ersten DLC bei Black Hats kann man sie besiegen. Aber es ist erst leider später erst der Fall. Da würde ich sagen, schwingen uns dorthin einfach und besiegen wir die Screwball. Und lassen Jameson nicht reden, weil ich habe gar keinen Bock auf sein Gelaber. Bin ich ehrlich, Leute. Warte, hören wir mal kurz rein, mal sehen, was er sagt. Weil mal wieder niemand auf meine Warnungen ja, okay, ist genug, ist genug. Ab zu Screwball Mission, Leute. Scheiß auf Jameson. Und jetzt geht's los! Ich kann kaum abwarten, was Spidey in Staffel 2 alles für uns zu bieten hat. Weißt du, ich verhandle gerade mit einem Konkurrenzkanal, also... Bitte? Twitch? YouTube? Wenn du aufhörst, werden meine Fans sauer. Flashmob-Sauer. Oder Ninja, Kronk und die ganz großen YouTuber und die Streamer. Spaß, Leute. Okay, seit dem letzten Mal habe ich ihren Trojaner modifiziert. Er pinkt jetzt bei jeder Show ihren Standort an. Mit oder wir können sie doch besiegen, diesen DLC. Ich weiß es gar nicht mal ganz. Wir machen es einfach mal, Leute, erstmal die erste Mission. Was hast du für uns vorbereitet? Oh nein, das ist die Mission, die ich gehasst habe. Müssen alle leise ausschalten und ihr wisst ganz genau, dass ich bei so einem Minispiel eine Nietzsche bin. Ich muss schnell und leise sein. Oh nein, Alter, ich hasse das. Das ist so wack. Diese Sensoren kann man bestimmt mit einem Netz deaktivieren. Ja, ja, ist gut, ist gut. Ist gut, Spiel. Ist gut. Ich weiß Bescheid, wie es geht. So. Ausschalten, wenn es geht, Spidey. Ach du Scheiße, was machst du, Spider-Man? Bist du gestört, Junge? Erst ausschalten? Das geht sogar. Los, Spidey. Er will nicht. Jetzt ist er in Gefahr. Oh, Junge. Ich mag das gar nicht, Mann. Ich mag das gar nicht. Shit, damit hier! Einer weniger! Noch viele übrig! So, runter, Spidey. Ganz ruhig, ganz ruhig. Jetzt! Was ist das hier? Ich hab dich der Polizei gemeldet. Wow, echt schlecht. Was? Ach, da war ein Alarm! So, machen wir was von vorne hier erstmal. Ey, ich weiß nicht, warum die uns gesehen haben, aber irgendwie haben die es doch hinbekommen, diese Idioten. So, zack. Spidey, mach, was ich will, Junge. Ey, der macht mir sein eigenes Ding, der Spidey. Das geht nicht.
Diese Sensoren kann man bestimmt mit einem Netz deaktivieren. Ah, so läuft der Hase. Sehr gut eigentlich. Das ist sehr gut. Ich hoffe, die bleiben für immer so. Da würde ich sagen, du bist der Zweite. Hier, komm her. Frisst das hier. Komm, Spidey, holen sie jetzt. Endlich. Nach 20 Jahren hier endlich. So, zurück. So, du bist auch der Nächste. Nein, die Sensoren. Die Sensoren. So, geschafft. Aus damit und du bist dann der Nächste. Komm her, yeah. Oh, wie konnte er das nicht an? Jetzt ist easy, Leute. Jetzt ist easy. Schnell, Spidey. Sehr gut. Oh, Job. So, dann hier rüber schnell. Aber wie, wo ist die... Ah, das Sensor. Weg damit. Noch ein Sensor weniger. Genau. Yeah. Jetzt noch 8, Leute. Danke fürs Folgen, halt die Schnauze. Komm her, du. Bäm. Seht euch Spidey an. Aufpassen, aufpassen. Jetzt! So, da waren es nur noch 6. Santi, vergewissert euch, dass er okay ist. Ich sehe nach. Geh mal dort hin oder so. Ah, nee, ich hab eine bessere Idee. Können wir es jetzt einspielen von aus der Ferne? Das geht nicht. Klar, Minty Breath. Auf meiner Website findest du die entsprechenden Gebühren. Ah ja. Du bist wirklich hartnäckig, oder? Komm rüber, komm rüber. Komm her, komm her, komm her. Nein, die Fotobombe ist weg. Ey, du blöde Tussi. Ich hasse dich, Mann. Eine Fotobombe. Begib dich lieber dorthin. Ach du Scheiße, das ist so close. Das ist alles so close. Hallo? Na, die Schnauze? Oh, das ist so laut, ne, was wir machen. Das ist so fucking laut. So, noch 3 Gegner. Hierauf, Spidey, hierauf, Spidey. Halt die Schnauze. Ah, der ist im Weg. Der Typ ist im Weg. Jetzt aber. Nein, der hat uns gesehen. Das kann nicht sein. Der hat uns gesehen. Oh, scheiße. Warte, 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 warte. Jetzt aber. Und da war es nur noch einer. So, komm her. Jetzt, wo ist der Letzte? Wo ist der letzte Knecht? Ah, hier. Ganz easy. Bam. Eine Bronze? Ich war voll gut gerade dabei. Was zum Teufel? Ich war gerade voll schnell in diesem Versuch. Warum nur Bronze, Bruder? Ich habe, glaube ich, weniger Fotobomben eingesetzt, ne? Leider. Ach, schade. Das wäre voll geil eigentlich. Okay, da genug gespielt mit Screwball. Wir schwingen uns erstmal zur nächsten Hauptmission zu Yuri und mal sehen, was sie vorhat. Hammerhead darf sich nicht weiter bewaffnen. Und diese Grabpanzer reißen noch unser Depot ein. Ich verteile die restliche Sable-Ausrüstung in der Stadt. Gib ihm viele Ziele, dann teilt er seine Leute auf. Okay, und was soll ich tun? Sichere den Transport. Wir werden viele gleichzeitige Fahrten haben. Du hilfst da, wo es Schwierigkeiten gibt. Alles klar. Wenn die Ausrüstung sicher ist, holen wir uns Hammerhead. Bleib wachsam. Es stehen Leben auf dem Spiel. Mir gefällt gar nicht, wie sie klingt. Danach nehme ich mir Zeit für Yuri. Manchmal nervt sie mich, aber ich lasse sie nicht im Stich. Mal sehen, ob ich den Polizeifunk reinkriege. Störungsfrei. Wiederhole. Konvoi 3. Transport störungsfrei. Straße scheint frei zu sein. Keine Verdächtigen. Versteck 2. Halten uns bereit. Okay. Alle Einheiten. Achtet auf bewaffnete Hammerhead-Leute an den Strecken. Bewaffnet? Nicht mehr lange. Spider hat auch nie Pause, oder? Ich meine, nach so einem kranken Ereignis mit Octavius, mit den Sinister Six, mit dem Teufelsatem, muss er wieder was mit Hammerhead zu tun haben. Und also, ey, Spider braucht mal eine Pause irgendwann, ne? Aber das wird auch bald bekommen hier. In diesem Universum hier. Okay, dann würde ich sagen, wir immer einfach vorbeischleichen, vorbeischwingen und einfach die Augen offen halten hier. Für böse Menschen auf der Straße. Oh, das gefällt mir gar nicht, was da abgeht. Das mag ich nicht. Schnarchen. Das mag ich nicht. Frisst das hier. Frisst mein Fuß, du? Meine Fuße? Scharfschützen. Überall an der Konvoi-Route. Wie am Schießstand. Ich muss ihnen den Weg freimachen. Zeit, ein paar Scharfschützen zu jagen. Einer von Hammerheads Scharfschützen. Noch mehr Schützen. Wartet, bis die Entwarnung kommt. Hammerheads Männer dürfen die Sable-Waffen und die Technologie nicht... Alter, was ist ein Finisher? Das sah sehr geil aus.
Bam! Ich liebe die Finisher-Moves. So geil inszeniert in der Kamera mit den Zeitlupen. Zu wild. Sofort fort, die Knechte. Weiter. Hui! Liegt wahrscheinlich daran, dass er als Baby keinen Schnuller hatte. Ja, oder die hatten keine Liebe, oder die Eltern haben sie misshandelt. Ich will es gar nicht wissen, was sie gemacht haben. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz komisch. Und warum hat er jetzt so einen Kopf oben? Ich glaube, es war wegen einer harten Platze oder so, kann das sein? Oh nein. Dings da. Hammerheads Männer, wie haben sie uns gefunden? Sicher die Sable-Technologie. Überraschung, Überrascher! So, wir benutzen mal die Fähigkeit in diesem Anzug. Wir kriegen sehr viel Schaden. Alter, wir können alle One-Hitten. Alter, was? Vierfach Schaden. Das ist auch eine geile Fähigkeit, eigentlich, muss ich sagen. Bam! Bam, Junge, man kann alles. Alter, tun hier. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil, die Fähigkeit. Und noch mehr. Jetzt reicht's. Es bleibt bei Graba. So heißen sie von jetzt an. Augen auf! Noch ein Panzer! Oh, das sind noch mehr Knechte! Das ist nicht deine Liga, Penner! Das ist nicht meine Liga? Was laberst du, Junge? Oh, nein! Nein, du Dekaschen, ich hasse dich! Angriff! Nein, ich bin nicht tot. Also, jetzt finishen ist jetzt nicht so geil. Wir haben jetzt eklige Liso, er ist dann schnell tot. Let's go! Dann können wir noch die zwei Fokusbalken noch aufheben für andere Zwecke. So, eigene Männer anschießen, man kennt's. Du bist gefährlich, du Idiot. Ich hasse euch, Bazooka-Typen. Bäm! Du auch. Und du bist gefährlich. Alter, ich war voll hier. Beast-Mode hier. Let's go. Es gibt ein Problem beim Bürgermeister. Etwas kommt aus dem Boden. Brauchen Unterstützung. Wiederhole, brauchen Hilfe. So viel zu, das war's. Dann mal weiter. Oh Mann, jetzt noch bei Norman, dem Idioten, beim Bürgermeister. Hammerhead hat gegen die Polizei in den Krieg gezogen. Und Yuri arbeitet sich die Finger wund. Ich weiß, dass sie sich um ihre Männer sorgt, aber sie muss die ganze Verantwortung nicht alleine tragen. Sagt der König von zu viel Verantwortung. Gibt es kein Polizeipräsidium oder so, welches ihm ein bisschen hilft? Weil ich glaube, sie ist ja nicht die Einzige hier in New York, oder? Sie muss auch eine andere Hilfe haben. Eine andere Stütze oder so. Kann ja nicht sein, dass sie alles alleine machen muss. Oh nein! Mann, habt ihr diese Dinger nicht? Das boah, der Anzug ist aber richtig geil, Leute. Der gefällt mir sehr hier. Bam, Junge, die große zu finishen. Richtig wichtig. Hör auf, mich zu schlagen. Ey, es reicht. Halt die Schnauze. So, die Spider-Man draußen erstmal und die können jetzt rumschießen. Während ich ein Dickerchen hier erstmal eins auf die Rübe haue. Ihr wisst, dass die Knochen knochen gerade auf dem. Nein, du Fettsack! Ich sterbe gerade schon wieder. Oh, Spidey! Ey, das kann nicht sein! Ich kann nichts machen! Ich bin noch ausgewichen, Bruder! Was ist das? Ich sterbe voll auf dir! Erstmal die ganzen Screw-Missionen und jetzt auch noch sowas hier. Was ist das hier? Und was ist das hier? Alles klar! Das ist nicht deine Gewichtsklasse! Ja, da hast du recht, aber jetzt kann ich trotzdem besiegen. Ich habe noch ein Gespinst! Ihr wisst, dass die Kopf Funkgeräte haben, ja? Und dein Hinterhalt sich schnell rumspricht. Schlagen hier los, Spidey! Ich bin mir sicher, dass euch die Technologie im Knast viel nützen wird. Spider-Man, schlag doch härter zu. Warum machst du das nicht, Spidey, Spidey? Endlich. Noch ein Graber auf dem Weg nach oben. Bam! Sind diese Graber nicht alle? Haben wir es jetzt endlich hier? Ah, ne, es sind noch zwei Knechte irgendwo. Ich sehe es gerade. Ah, nein. Vielfach Schaden. Bam. Bam, Junge, das ist zu wild. Wir haben keine Chance. Ah, den Dickerschild. Schnell, einspinnen. Stark. Alter, die werden gevorhittet, Alter. Das ist zu wild. Das ist zu wild, Leute. Oh, nein. Du elendiger Fettsack. Finish ihn, Dickerchen. Let's go. Alter, ist das geil, dieser Anzug. Ja, also die Farbe und diese Farbkontrasttöne passt wirklich sehr. So, haben wir es endlich. Bitte. Nein. Sie was für ein Schiss, Junge? Technologie ab. Das nein! Yuri vom Hals halten. Das schaffe ich. Aber klar doch. Hey, Spinne! Komm uns einfach hinterher, okay? Oh, das habe ich vor. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Nicht wahr, Spinne? Das ist euer Plan? Echt?
Die wollen Spidey, glaube ich, wieder ablenken, Alter. Schnell! Endstation! So, erster Knecht weg. Und jetzt der zweite. Kaplan, mal jetzt der vordere schnell und dann haben wir es auch geschafft hier. Boah, das hat voll Style, ne? Also ich hätte nie gedacht, dass nur Blau so zu Spidey passt. Beeilung. Schnell, Spidey, schnell! Ich sagte, schwing, Spidey! Ich drück doch schwing! Warum schwingst du nicht, Spidey? Oh Mann, ey. Was mache ich hier bitte falsch? So, endlich hier. Schnell, schnell, schnell! Schneller, Spidey! Schneller, hey. Spidey! Mach noch schneller! Du bist so lahm, Spidey! So, endlich jetzt hier. Sehr gut. So, noch 100 Meter. Und da sind wir schon bei den Knechten. Da, Spidey, die hängen bleiben, bitte. So, noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Und da haben wir es doch schon hier. Wir kommen. So, erst mit der linke. Drei Bordsteinkante. Ich bin Wahrsager, Leute. Und jetzt der rechte. Yeah. Und der scheiß Fahrer mit seinem... Ah, er ist alleine. Okay, alles klar. So, bam. Endlich. Ey, ich hätte nie die Nerven für so einen Job, ne? Für so einen Superhelden-Dasein. Ich würde einfach austicken irgendwann. Hier! Hammerhead hat dich weggelockt. Er hat uns reingelegt. Juri! Komm her! Schnell. Nein, nein! Mach die Ersthelfer und die Notaufnahme bereit. Sagt ihnen, was kommt. Sagt ihnen, wir bringen... Das war alles geplant, um mich von Hammerheads wahrem Ziel wegzulocken. Ich muss zu Juri. Warum hat er das Polizeirevier angegriffen? Ich dachte, die Sable-Technologie ist nicht mehr dort. Juri hört sich okay an. Sie ist körperlich. Ja, aber psychisch gar nicht, ne? Aber jeder stößt mal an seine Grenzen. Deswegen finde ich die jetzt, die ist auch übelst wichtig für die Storyverläufe. Also, die zeigen auch wirklich sehr viel hinter den Kulissen. Ja, wie Juri drauf ist, wie Black Cat drauf war. Also, sehr, sehr geile Reihe auf jeden Fall. Eieiei. Alles zerstört. Tut mir so leid, Juri, ich hätte hier sein sollen. Er wusste genau, was er wollte. Alles, was mit Projekt Olympus beschriftet war. Und weißt du, was das ist? Nein, aber er hat es jetzt. Und wir kriegen ihn. Ich weiß. Wo willst du hin? Jemanden das Fürchten lehren. Wow, 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 wow. Durchatmen. Vector oder ich verhafte dich? Juri, wir müssen zusammenarbeiten. Du musst mir nur aus dem Weg gehen. Das wird kein gutes Ende nehmen. Traurige, wütende Juri, ne? Wie ich das verbockt habe, wie Juri geguckt hat. Ich muss Hammerhead vor ihr finden. Aber wie? Mehr Nahkampfschaden. Geil. Vielleicht ein Schlüsselwortcheck auf dem Band. Vielleicht wird Hammerhead erwähnt. Oder die Magia. Während ich warte, sollte ich besser nachsehen, was Hammerheads Männer noch im Schilde führen. Das ist ein guter Plan. Ich würde aber erstmal die Fähigkeiten dann ausgeben, die Punkte einfach, weil wir haben jetzt alles schon freigestellt hier. Drücke nach einem perfekten Austauschmanöver gegen Gewehr für einen sofortigen Takedown. Das ist absolut geil. Führe einen einfachen Gegner unmittelbar einen zweiten Finisher durch. Ey, wie geil ist das denn? Aber ich glaube, ohne Bonusbalken zu verlieren, oder? Bestimmt. Das ist dann voll wild. Also, Finisher, Takedowns, alles... Geile Fähigkeiten, könnte ich gerne auch öfters gebrauchen. Nächster Avengers Tower, Leute. Am Foyer einfach, also... Einfach so ein riesen A drauf, ne? Können wir hier reingehen, bitte? Ich bin Spider-Man, ich will reingehen! Die lassen mich nicht rein, Alter, die Brüder. Von den Avengers. So, ist hier noch was in der Nähe vielleicht? Hier ist noch ein Gangster-Dachschießerei Vanderbilt. Können wir noch schnell hier machen, Leute. So, hui, Angriff!
So, dann willst du kurz mal probieren, hier mit diesem Finisher. Mal sehen, ob man wirklich zwei Balken verliert und einen Balken verliert. Ich bin mal gespannt hier. So, so finishen den ersten, finish jetzt den zweiten, oder eigentlich? Müsste es jetzt klappen? Das geht sogar echt, Leute. Alter, ist das wild. Ein bisschen mal. Wieso, was gibt's? Es ist nur, naja, ich möchte unbedingt wieder da raus. Ich werde bei die Fähigkeiten lernen. Ja, tut mir leid. Es war echt ziemlich... Ich weiß, was viel zu tun. Also dachte ich, warum begleite ich dich nicht? Mich begleiten? Wohin? Ja, weißt du, also deine Mission oder Jobs oder Patrouillen oder was auch immer. Schurken erledigt. Das würde stoppen. Naja... Das halt. Ich glaube, das wäre noch zu früh, Mais. Aber ich weiß dein Angebot zu schätzen. Wieso? Tja, es ist nicht wie im Film, weißt du? Man kann sich schwer verletzen. Da draußen laufen gerade ziemlich üble Typen rum. Aber ich muss noch lernen. Ich weiß. Wir treffen uns bald mal, okay? Versprochen. Okay. Danke, Mann. Ah, da fühlt man sich uralt. Der hat einfach einen Drang, der Miles, ne? Und dann würde ich sagen, wenn wir zur nächsten Folge dann mit dem Spidey hier Yuri ein bisschen aufhalten und auch Hammett aufhalten, dann würde ich sagen, Leute, gerne liken, wenn es dir gefallen hat. Und dann würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.